Ah, er wacht auf. Jazz, du bist wach. Das ist ein Fortschritt. Das ist gut. Ich dachte schon, du würdest nie mehr aufwachen. Verstehst du, was ich meine? Mein Name ist Jazz. Ich bin der Schwertschmied von Inoa. Ich verdiene ganz gut und kann mir meine Zeit selbst einteilen. Nichts Besonderes. Hör erstmal hier prahlen, ne? Wie heißt du? Alundra? Freue mich, deine Bekanntschaft zu machen, Alundra. Hi, Jazz. Du warst auch an Bord der Clark, oder, Alundra? Du kannst von Glück reden, dass du noch am Leben bist. Verstehst du, was ich meine? Ja, du brauchst jetzt nicht ständig fragen, ob ich verstehe, was du meinst. Ich denke, ich verstehe dich ganz gut. Die Stücke, die sie noch vom Stift gefunden haben, waren nicht größer als meine Faust. Ach du Schande. Und das habe ich überlebt. Aber lass uns nicht davon sprechen. Reden wir über dich, mein neuer Freund. Du kannst bleiben, bis du wieder ganz gesund bist. Ich lebe allein. Wenn du gehst, werde ich wieder ein einsamer, alter, fetter Mann sein. Aber deswegen solltest du dir keine Gedanken machen. Okay. Oh je, das hätte ich fast vergessen. Das Buch neben dem Bett. Ein ganz besonderes Tagebuch. Du willst es benutzen? Okay, ich habe es mal für mich gekauft. Aber es steht immer nur, habe heute ein Schwert geschmiedet drin. Ist ja nicht sehr aufregend. Ach, ist er nicht nett? Er hat uns aufgenommen in sein Häuschen, bis es uns wieder gut geht. Wir können sogar schon wieder hüpfen. Hallo, Buch. Spielstand speichern. Dieses Tagebuch ist zum Speichern da. Das ist schon mal gut. Reserviere ein Band für... Das war zu schnell. Kann ich jetzt speichern? Bitte? Ah, wähle einen Spielstand. Okay, nehmen wir gleich den ersten. Die Geschichte wird gespeichert. Geschichte erfolgreich gespeichert. Wunderbar. Dankeschön. Und jetzt sehen wir oben auch unsere Lebensanzeige, unser Money, von dem wir nichts haben und dass wir einen Dolch haben. Gut, wo gehen wir hin? Was machen wir als erstes? Hier ist das Bett von Jazz anscheinend. Hihi. Und hier geht's runter. Ach, diese Musik. Wie gut die mir noch im Gedächtnis ist. Ohne Kiste! Die Truhe ist verschlossen. Wäre das Schlüsselloch nicht so ungewöhnlich, könnte man es öffnen. Oh, das wollte ich nicht. Oh je, in diesem Dorf leben sehr viele Menschen. Hast du sie schon alle getroffen, Alundra? Nee. Okay, wir sollen Leute kennenlernen. Da, 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 da. Du fühlst dich stark genug, um ins Dorf zu gehen? Das ist gut. Die Dorfbewohner von Inoa sind sehr nett. Nicht so nett wie ich. Aber immerhin versuchen sie es. Du hast ja echt ein freies Mundwerk. Wenn du dich wieder schwach fühlst, komm gleich zurück und ruh dich aus, okay? Okay. Machen wir. Hallo, oh, wer bist du denn? Sibyl, du bist doch der aus meinen Träumen. Was? Derjenige, der von unserem Unterbewusstsein gerufen wurde. Du wirst uns retten. Was ist denn mit dir los? Huch, das wollte ich auch nicht. Du siehst genauso aus wie in meinen Träumen, Alundra. Naja, vielleicht etwas kleiner. Das ist creepy. Hallo, Vogel. Oh, weg war er. Oh, da ist ein Hund. Hallo, Hund. Hallo, Hund. Nein, ich komm her. Nein, nein, nicht. Was haben wir hier? Hallo? Wohnt hier jemand? Ja. Wie heißt der? Beaumont? Ich habe von dir gehört, Alundra. Ich bitte dich, hier keinen Ärger zu machen. Ich möchte dich nicht als Bürgermeister aus unserem friedlichen Dorf verbannen müssen. Ah, der Bürgermeister also. Unser Dorf ist klein, oder? Aber ich kann mir nicht vorstellen, in einer großen Stadt zu leben. Lieber wohne ich an einem Ort, an dem ich alle kenne und alle mich kennen. Das finde ich beruhigend.
Ja, aber auf Dörfern tratscht man immer gerne, weißt du? Oh, schöne Uhr. Und ansonsten... Oh, Randale! Wuhu! Ich brauch Kohle! Dann nicht. Ich war das nicht. Ah, die haben hier einen Hirschkopf hängen. Was haben wir denn noch so? Kann ich auch rennen? Jo! Geht's hier rein, lang? Nee. Ah, ich kann hier drauf rumhüpfen. Und da steht auch das Ehebett von den beiden. Okay, und noch ein kleines Bett. Habt ihr ein Kind oder ist das nur ein Gästebett? Egal. Nächstes Haus durchsuchen. Ach, da steht noch ein Bett. Ihr habt aber viele Betten. Hallo. Sie sagt nochmal das Gleiche. Und sie hat rote Augen. Wie ungewöhnlich. Hallo, wer bist du? Keisha. Schön, dich zu treffen. Ich bin Keisha. Und das ist mein Bruder Giles. So würde ich das jetzt mal aussprechen. Wir sind nach Hinoa gekommen, um unseren Glauben an die Götter mit anderen zu teilen. Wir helfen anderen, ihre Stärke und Schönheit zu erfahren und zu ihnen zu beten. Okay. Und du? Glaubst du an die Götter? Nein? Dann kannst du ihre Anwesenheit auch nicht spüren. Du weißt noch nicht einmal, dass sie es waren, die dich hierher geführt haben. Bist du dir sicher, dass mich die Götter hergeführt haben? Obwohl, bei den merkwürdigen Träumen könnte man schon meinen, dass da eine höhere Macht im Spiel ist. Guck mal, da liegt ein Beutelchen drauf. So, weg damit. Und drauf auf den Schrank. Nein! Ich will da hoch. Und muss ich vielleicht runterrennen? Aua. Gib mir den Beutel. Ich bin doch schon fast auf dem Schrank. Okay, dann nicht. Vielleicht ein andern Mal, lieber Beutel. Nur nicht heute. Ich würde sagen, auf ins nächste Haus. Die sind ja alle schon recht nett hier, ne? Ja, kleiner Beutel, ja. Ah. Wendel. Nein. Großvater, du brauchst Hilfe. Ich komme gleich wieder. Ich verspreche es. Du darfst nicht sterben, Großvater. Du darfst einfach nicht sterben. Nein. Großvater, ich habe Hilfe mitgebracht, wie ich es versprochen habe. Trägt er das Amulett von Nava? Es sollte ihn noch beschützen. Hallo, ich mische mich mal ein. Guten Tag. Der Einzige, der ihm noch helfen kann, ist Septimus. Ich weiß es. Mein Großvater hatte einen Albtraum und Septimus muss ihm helfen. Er ist im Haus links von diesem. Geh nach draußen. Und dann die Stufen hoch. Bitte mach schnell, bring ihn sofort hierher. Okay. Ach, der Großvater ist wohl krank. Gut, dann holen wir mal schnell Hilfe. Den Septimus. Hier müsste das ja sein. Hallo? Septimus, was ist das denn? Das sieht creepy aus. Hier, er müsste das doch sein. Hallo? Oh, Entschuldigung. Septimus, genau. Ich kann nicht kommen. Ich kann nicht in ihre tränenerfüllten Augen sehen und sagen, ich weiß auch nicht, was wir tun sollen. All diese verdammten Bücher, all die Jahre des Studiums und ich kann noch nicht mal Wendel von seinem Albtraum befreien. Ich bin kein Gelehrter, ich bin ein Dummkopf. Oh, aber, du musst ihm helfen. Okay, ich würde sagen, wir gehen zurück und teilen ihm mit, dass Septimus nicht da ist oder so. Ja, er ist ein Dummkopf. Och Mann. Huch! Warte! Lass mich deine Stirn sehen. Du hast das Mal. Ich bin Harry Potter!
Ich bin Septimus. Seit Jahren erforsche ich den menschlichen Geist und die Welt der Träumer. In einem meiner alten Bücher steht eine Geschichte über einen Jungen mit einem Mal auf der Stirn. Er soll gleichzeitig gesegnet und verflucht sein. Mit der furchteinflößenden Macht, in die Träume anderer einzudringen, während sie schlafen. Ich habe immer geglaubt, das sei nur eine Legende. Ich möchte dich um einen Gefallen bitten, Traumwandler. Ich bitte dich zum Anwesen von Tan zu reisen, meinen früheren Lehrer. Vielleicht gibt es dort einen Hinweis, der das erklärt, was gerade mit Wendel passiert und der vielleicht helfen kann. Um das Anwesen zu finden, gehe von hier aus direkt nach Osten. Ich gehe zu Wendel und versuche, sein Leiden zu lindern. Bitte beeil dich. Denn wenn wir Wendels Schmerzen nicht lindern können, muss ich wohl die undankbare Aufgabe übernehmen und ihm die ewige Ruhe geben. Viel Glück, mein Freund, und vielen Dank. Ich habe gar nicht zugestimmt. Du hast nur irgendein Mal auf meiner Stirn gesehen, was wahrscheinlich irgendeine Narbe von irgendeiner Kopfverletzung ist. Nein, also man wird hier ziemlich in das Geschehen reingeschmissen. Aber wie gesagt, die Videobeschreibung der ersten Folge bringt da vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel. Gut, dann wollen wir uns doch direkt mal auf nach Osten machen, ne? Das wäre irgendwo rechts lang. Hallo, wer bist du denn? Thales? Hey, du Bauer! Alter! Willst du in unserem schönen Dorf bleiben? Nun, dann bist du ab jetzt mein Diener, verstanden? Geh mal kacken! Wenn du nicht tust, was ich sage, melde ich das meinem Vater. Er ist der Bürgermeister. Ah, dir gehört das Bett also. Und er wird's dir dann schon zeigen, Bauer. Boah, ich hab einen Dolch, pass auf. Ist das ein Schwein? Da am Brunnen? Das sieht ja seltsam aus. Okay, wir sollen nach Osten. Gibt es hier vielleicht, kann man das... Ja, man kann das kaputt machen. Auf nach Osten. Wir haben nämlich direkt schon eine Aufgabe bekommen. Ui, oh, tolle Musik. Tolle, tolle, tolle Musik. Hallo. Schön hier, oder? Ja. Ich möchte glauben, dass mein Friedhof ein Stück Himmel hier auf Erden ist. Ein schöner Platz für den Körper, so wie der Himmel für die Seele. Okay, ein Friedhof ist das hier also. Gut, gehen wir nach Osten, zu einem Anwesen. Oh, Gegner! Ja, das sind kleine Gegner. Mann, hält der viel aus! Was geht denn ab? Ganz vergessen, wie viel die aushalten können. Oh Gott, was ist das? Was ist das? Boah, ich habe so viel aus dem Spiel vergessen. Eine Biene! Hallo, Biene! So, da sind noch mehr Gegner. Das ist schön, dass man die so sieht. Und hier bekommen wir auch unser erstes Geld. Uiuiuiui. Ah, da ist auch schon das Anwesen, glaube ich. Hallo? Wassermühle. Nee, hier ist die Wassermühle. Egal, gucken wir mal rein. Hallo? Oh, hier können wir noch nicht viel machen. Nee, alles zu und viele Kisten. Oh Mann, ich hoffe, ich verlaufe mich hier nicht. Hallo, Biene. Oh, Wassermühle, okay. Man hätte doch wenigstens sagen können, ob das dann in der Nähe von der Wassermühle ist oder noch weiter weg. Das wäre vielleicht vom Vorteil gewesen. Aber guck mal. Hepper, 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 was steht hier? Tans Anwesen, Gefahr, nicht betreten. Ich muss da aber hin. Ich gucke erst noch kurz, was hier unten so abgeht. Aber ich glaube nicht viel. Kohle. Oh, oh, da kommen auch schon die härteren Gegner. Hallo? Oh, hier ist ein Dornbusch. Den können wir noch nicht zur Seite räumen. Oh Gott! Mann, nicht hauen, nicht hauen! Aua! Seid ihr doof? Werde ich jetzt mal von Affen verprügelt? Wo kommen wir denn hier hin? Kein Wunder, dass hier Betreten verboten ist. Da sind Kisten, ganz viele Kisten. Da kommen wir aber noch nicht ran, leider.
So, was ist hier los? Warum haben mich Affen angegriffen? Thank you.